Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und in diesem Video wird es endlich mal ein First Impression Make-up geben. Ich habe es wirklich die ganze Zeit auf meiner To-Do-Videoliste ganz oben, aber ich bin nie dazu gekommen, genau diese Produkte zusammenzufinden, die ich noch nie ausprobiert habe, weil ich immer so ein Fuchs bin und jedes Mal, wenn ich irgendwie was zugeschickt bekomme oder was neu gekauft habe, sofort ausprobieren möchte. Und jetzt habe ich tatsächlich einfach genug gefunden, um ein komplettes Full-Face-Make-up mit neuen Produkten zu machen, die ich noch nicht ausprobiert habe und mit euch die Reaktion aufnehmen kann, wie es das erste Mal dann auf meiner Haut sitzt. Und das ist Gesundheit, Sui. Ich will aber nicht viel dazu verraten. Glaubt mir, Leute, manche Sachen... Wow. Ich habe aber noch eine Frage für euch. Und zwar, hier oben seht ihr jetzt ein Umfragefeld. Wollt ihr entweder ein Video haben, wo ich euch zeige, wie ich meine Bilder bearbeite? Ich habe euch das schon mal in einem Video gefragt. Oder möchtet ihr gerne ein Video haben über die ersten Hilfetipps oder die besten Erste-Hilfe-Tipps gegen Pickel, die mir definitiv das Leben gerettet haben? Entscheidet hier oben und das nächste Video wird definitiv dann kommen. Also... choose wisely. Ich habe aber noch eine Sache auf dem Herzen, die ich sehr gerne mit euch teilen möchte und euch gerne darauf aufmerksam machen möchte. Und zwar, Ende dieses Monats geht für mich eines der größten Träume in meinem Leben in Erfüllung. Und jahrelange Arbeit stecken dahinter und wirklich mein ganzes Herzblut, meine ganze Liebe, meine ganze Kraft, mein alles von den letzten 3 Jahren. Ich habe auch schon langsam angefangen anzuteasen. Ich habe euch nämlich versprochen, dass ich jeden Tag bis zum Release einen Hinweis geben werde. Und zwar findet ihr das auf dieser Seite hier. Und zwar nennt sie sich Boutique. Ich werde nicht verraten, worum es geht. Ihr seid schon fleißig am Spekulieren. Ich werde nicht verraten, in welche Richtung es geht. Das Einzige, was ich euch sagen kann, ist, es ist etwas, was es so in der Art noch nicht von mir gab. Und es auch nicht mehr von mir geben wird. Also das wird das einzig wahre Baby von mir sein. Ihr könnt sehr, sehr gerne auf der Instagram-Seite spekulieren und raten. Und vielleicht wisst ihr ja schon, was es ist. Aber ich glaube nicht, weil ich glaube, viele werden sehr überrascht sein. Und Ende des Monats ist es endlich soweit. Und ich bin einfach nur... ah! Ich kann es einfach nicht mehr abwarten, weil es einfach wirklich mein ganzes Herz ist. Und... ich bin so aufgeregt, so unfassbar aufgeregt, was ihr dazu sagen werdet. Aber gut, das hat rein gar nichts mit diesem Video zu tun. Ich wollte euch trotzdem sehr gerne darauf aufmerksam machen. Glaubt mir, Leute, das wird krass. Aber ich will, wie gesagt, nicht zu viel davon erzählen. Wie gesagt, abonniert sehr gerne die Instagram-Seite. Ihr bleibt auf dem Laufenden, ihr werdet jeden Tag einen neuen Hinweis bekommen, was es sein wird. Und an den Tag, wo es endlich dann, ja, öffentlich ist, dann wisst ihr auch, warum das Ganze. Aber genug davon geredet. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß bei meinem allerersten First Impression Video und let's go! Und damit beginne ich auch mit meinen süßen Katzenöhrchen, damit meine Haare auch schön nach hinten sind und nicht in mein Gesicht fliegen. Und beginne dann auch direkt mit einem Primer. Und zwar habe ich hier einen gefunden, den ich tatsächlich noch nie benutzt habe. Ich habe den mal zugeschickt bekommen. Und, glaube ich. Und zwar ist es das Farsali Unicorn Essence. Und das kennt jetzt so 1000%. Das hat gefühlt jeder Instagram-Make-up-Guru schon 200.000 Mal leer gemacht. Und ich habe es nicht mal ausprobiert. Und damit beginnen wir dann auch direkt. Und zwar sind meine Hände fresh gewaschen. Und werde mir jetzt den Skin Antioxidant Serum ins Gesicht tröpfeln. Und das dann auch mit meinen Händen verteilen. Und das kennt ihr sehr wahrscheinlich. Diese pinken Tropfen von jedem Make-up-Artist oder Make-up-Videos bei Instagram. Und es riecht auch wirklich sehr angenehm. Also es riecht sehr süßlich, hätte ich gar nicht gedacht, weil ich dachte, das wäre eher so was Orientalisches, weil das heißt ja so Farsali. Aber es riecht sehr, sehr gut, sehr, sehr angenehm. Fühlt sich eher... ja, wässrig an und nicht ölig. Und ich glaube, die Leute, die sich das Video jetzt angucken und das kennen, denken sich so, dein Ernst, so, das ist so seit so gefühlt 50 Jahren draußen. Und das ist halt real life. Ich habe es halt noch nie davor ausprobiert, noch nie aufgemacht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es fühlt sich sehr, sehr gut an. Sehr, 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 sehr geschmeidig auf der Haut. Und falls ihr euch fragt, warum ich immer so rot werde, wenn ich mich eincreme, ich habe gut durchblutete Haut. Und deshalb, immer wenn ich mich eincreme und so ein bisschen reibe, werde ich halt sofort rot. Also es liegt nicht am Produkt. Es liegt tatsächlich einfach an meiner Haut. Und jetzt
fühlt sich das nicht ganz eingezogen an. Es ist noch ein bisschen klebrig, aber ich finde, das ist eine ganz gute Base halt für die Foundation. Und da habe ich jetzt diese Foundation. Und zwar ist es die von Too Faced, die Born This Way. Ich kenne den Concealer in- und auswendig, schon gefühlt 20 leer gemacht. Aber die Foundation habe ich tatsächlich noch nie ausprobiert. Das ist eine Farbe namens Nude. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob das meine Farbe ist. Denn diese Foundation habe ich auch zugeschickt bekommen. Und ich glaube, sie ist ein Ticken zu dunkel, aber zu meiner Hautfarbe, also zu meiner, ja, zu meinem Dekolleté würde es passen. Zu meinem Gesicht passt es leider gar nicht. Und dafür benutze ich natürlich auch First Impression. Es ist natürlich alles real as fuck. Die Mrs. Bella, bitte! Traurig aber wahr, aber ich bin echt noch nicht dazu gekommen, die auszuprobieren. Die Mrs. Bella Palette habe ich auch hier. Die habe ich schon benutzt, deshalb werde ich mich auch in diesem Video nicht mit der schminken. Ich werde trotzdem ein, zwei Sachen aus der Palette benutzen, die ich noch nicht benutzt habe. Also auch First Impression. Aber die Pinsel, wie gesagt, sind alle noch eingepackt. Und deshalb werde ich jetzt hier den Foundation Pinsel rauspacken. Und zwar ist das die Nummer 1. Das ist so ein richtig schöner Foundation-Pinsel. So eine Art habe ich noch gar nicht. Ich habe eher die Kabuki-Pinsel, die etwas fester sind. Und die sind ja ein bisschen weicher. Und werde jetzt meine Foundation benutzen. Ja, das hat auf jeden Fall... Obwohl... Sieht gar nicht mal so schlecht aus auf meiner Haut. Es sieht gar nicht mal so dunkel aus, wie ich dachte. Aber werden wir das Ganze einfach mal... verblenden. Und zwar werde ich den Pinsel ein bisschen befeuchten mit dem Urban Decay All-Nighter Cherry Scented Fixing Spray. Das gibt es ja als normal ohne Kirschgeruch. Und das habe ich letztes Mal bei der Urban Decay Party, wo die Cherry Palette in Deutschland gelauncht wurde, bekommen. Und den habe ich auch noch nicht ausprobiert. Deshalb werde ich das jetzt besprühen. Und ja, auf der Haut riecht es ein bisschen mehr als auf dem Pinsel selbst. Aber es ist so ein ganz, ganz leichter Kirschgeruch. Und ich liebe ja Produkte, die so ein bisschen scented sind. Also so ein bisschen, ja, Geruch haben. Jetzt nicht zu krass bäm in die Fresse, aber halt wirklich so ganz leichte Aromen oder Düfte liebe ich in Produkten. Und genau, die Foundation arbeite ich jetzt in mein Gesicht ein. Und ich muss sagen, die trocknet wirklich sehr, sehr schnell. Und die Farbe an sich, krass, okay, die ist ein bisschen zu hell, denke ich sogar. Ist gar nicht so dunkel, wie ich dachte. Ticken dunkler, dann wäre es meine perfekte Farbe. Jetzt ist es ein bisschen zu hell. Also krass, weil eigentlich dachte ich hier in der Verpackung, dass es dunkel ist. Es wirkt halt extrem dunkel durch das Glas. Es ist halt so ein bisschen abmattiert, das Glas. Und deshalb wirkt es halt, glaube ich, einfach dunkler. Ist aber gar nicht so dick, wie ich dachte, weil eigentlich kenne ich vom Concealer, dass er ein bisschen deckhafter ist. Deshalb werde ich mir noch ein bisschen hier für die geröteten Stellen nehmen, da das jetzt nicht so ganz so gut abgedeckt hat. Aber es ist wirklich sehr, sehr leicht auf der Haut. Und man denkt jetzt nicht direkt so, cakey, ich habe 300 Tonnen Make-up im Gesicht. Auch wenn es so wäre, scheißegal. Aber es fühlt sich halt nicht zu überladen an. Und die zweite Schicht ist mega geworden, wie ihr seht. Meine Rötungen sind definitiv weg. Und es sieht auch nicht zu überladen und zu cakey. Mein Augenbrauen müsste ich dringend auch mal wieder zupfen und färben. Aber ja, wo ist die Zeit? Ich habe keine. Machen wir auch direkt weiter mit den Augenbrauen. Und zwar habe ich hier von Benefit vor ein paar Wochen was zugeschickt bekommen. Den Brow Contour Pro. Ich habe mehrere Farben mit dabei gehabt. Jedoch hatte ich jetzt zu Hause nur noch diese Farbe. Und zwar ist es in der Farbrichtung Brown Black Deep. Also eigentlich nicht so mein Ton. Er ist aber nicht schlimm, da ich einfach die helleren Brauntöne benutzen werde. Und zwar ist es die Farbe Lighter Shade Taint Clair. Und den dreht man hier vorne. Und dann kommt da eine Spitze raus. Und damit werde ich mal versuchen, meine Augenbrauen jetzt ein bisschen zu richten und wieder gerade zu biegen. Ich habe die helleren Stifte meiner Schwester und meiner Schwägerin gegeben. Die Schwester von Eugen. Genau, also ich muss auf jeden Fall, glaube ich, sehr, sehr vorsichtig damit umgehen. Okay, es ist sehr dunkel. Fuck. Ja, as you can see, wie ihr seht, ist es halt wirklich sehr, sehr dunkel. Deshalb muss ich auf jeden Fall verblenden, 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 was das Zeug hält. Aber wenn man es verblendet, dann geht es eigentlich. Und dieser Strich vorne ist ein bisschen hartnäckig.
Ich finde, die Farbe ist ein bisschen rotstichig, aber ich denke, wenn ich meine Farbe hätte, dann würde es definitiv passen. Aber so geht es jetzt auch, wenn man es halt extrem verblendet, aber der Unterschied ist halt schon krass. Aber ja, das ist jetzt nicht Schuld von Benefit, das ist meine Schuld, weil ich es einfach nicht zu Hause habe und ich es eigentlich geschickt bekommen habe. An sich verteilt er sich wirklich sehr, sehr geschmeidig. Man darf nicht zu fest aufdrücken, da sonst zu viel Farbe runterkommt. Aber an sich ist es auch nicht so schlimm, wenn man das halt wirklich gut verblenden kann. So, weiter geht es mit dem Concealer. Und da freue ich mich ganz besonders drauf. Denn ich habe auch von Huda Beauty ganz viele Concealer zugeschickt bekommen in allen neuen Farbrichtungen. Und zwar sind das die neuen The Overachiever Concealers. Ich habe hier so eine Metallkuppe. Und das kühlt das Auge gleichzeitig. Man kann es richtig präzise, hoffentlich, auftragen. Und alleine so zu machen, ohne Farbe. Boah, das ist so geil. Und hier habe ich zwei Farben, weil ich keine Ahnung habe jetzt, welche meine ist. Und zwar einmal die Farbe Nougat und einmal die Farbe Cotton Candy. Ich werde jetzt einfach mal auf meinem Handrücken swatchen. Ich glaube, der wäre mir aber ein bisschen zu dunkel. Ich glaube, ich gehe mit Cotton Candy und das werde ich mir jetzt... Oh ja, hello. Das werde ich mir jetzt unter mein Auge geben und auf die ganzen Spots, die gehighlightet werden. Und da ist viel Parfüm drin. Das ist krass. Also das riecht Huda Beauty, richtig ausrasten. Aber finde ich nicht schlimm, ich mag es ja. Hierfür habe ich sogar einen niegelnagelneuen Beauty Blender, den ich selber noch nicht benutzt habe. Der ist angefeuchtet und werde mir das Ganze jetzt, okay. In meine Haut verblenden. Also was ich schon mal sagen kann, das ist sehr krass deckend. Merkt, dass er sehr schnell antrocknet, aber man kann ihn trotzdem sehr, sehr gut und sehr schnell verteilen. Also es ist nicht so, dass man so unter Zeitdruck kommen kann, weil man sich so denkt, oh nein, es trocknet in meine Haut. Es rutscht ein bisschen in die Fältchen, aber überhaupt nicht schlimm, weil ich werde jetzt Setting Powder benutzen. Natürlich auch eins, was ich bis jetzt noch nicht benutzt habe. Und zwar das Kat Von D Translucent Powder. Ja, das ist ein bisschen gelbstichig. Mach den Aufkleber auf. Boah, man merkt richtig, wie dieses Puder einem die Flüssigkeit aus dem Gesicht saugt. Ich glaube, Leute, die Probleme haben mit trockener Haut unter den Augen, ist, glaube ich, nicht so geil. Aber da ich nicht so die Probleme damit habe, ist es nicht so schlimm. Aber machen wir weiter mit dem Augen-Make-up. Und zwar mit dem Primer. Und zwar kennt ihr sehr wahrscheinlich die Urban Decay Eyeshadow Primer, die habe ich alle schon benutzt. Ich habe aber tatsächlich einen gefunden, den ich noch nicht benutzt habe. Und zwar ist es dieser hier. Das ist der Urban Decay Eyeshadow Primer in einer bronzigen Verpackung. Und ich weiß nicht ganz genau, aber ich wage mich zu erinnern, dass er, genau, glitzert. Ich habe es mir schon fast gedacht. Seht ihr das? Das ist hier der Primer und er schimmert. Ich finde, der Schimmer kommt gar nicht so krass rüber. Ich dachte, das wäre ein bisschen schlimmer, also ein bisschen krasser, aber umso besser, wenn es halt nicht so krass schimmert, denn damit kann man dann auch besser arbeiten. Also mein allerliebster Favorite ist sowieso der hier, weil der halt einfach Farbe hat und damit kann man auch Cut Creases machen und der ist natürlich auch super, weil der einfach durchsichtig ist. Aber so ein Schimmer-Primer habe ich jetzt ehrlich gesagt, wie gesagt, noch nicht benutzt. Mal schauen. Und jetzt machen wir weiter mit dem Augen-Make-up und da freue ich mich ganz besonders drauf, denn ich habe auch von der lieben Huda so ein wunderschönes Paket zugeschickt bekommen. Sie hat mittlerweile auch schon die neue Palette, die Nude-Palette, die habe ich auch zugeschickt bekommen. Wenn ihr gerne da ein Video zu wollt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Aber diese Paletten habe ich tatsächlich noch nicht ausprobiert und sie sind so wunderschön. Die liegen die ganze Zeit bei mir und ich so, oh, ich muss, aber ich habe einfach keine Zeit dafür gefunden. Und schaut mal. Wow. Das wirkt jetzt, glaube ich, wirklich wie so ein Huda Beauty Sponsored Video, aber tatsächlich nein. Und wie gesagt, ich habe die Sachen kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Natürlich auch, um darüber zu berichten, aber ich habe keinen einzigen Cent dafür bekommen, damit ihr Bescheid wisst. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo man den anfangen soll, aber ich glaube, ich mache einfach mit der goldenen Mitte weiter. Ich nehme einfach mal das Lila. Und zwar ist die Palette so klein. Das ist voll schön. Die ist so süß. Die ist so klein und handlich. So, und beginnen tue ich mit der ersten Farbe hier. Und zwar ist es diese hier. Und dafür nehme ich natürlich auch wieder einen niegelnagelneuen Mrs. Bella Pinsel in der Nummer 8. Und werde jetzt erstmal auch dieses Auge schminken und danach dieses Auge schminken, weil sonst würde das alles zu lange dauern. Und werde mir jetzt damit
jetzt mal so eine kleine Transition-Farbe machen. Pigmentation auf jeden Fall da. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich finde, durch den schimmernden Lidschatten darunter wirkt es ein bisschen, ja, nicht patchy, aber nicht so, wie es sein sollte. Ich mache aber direkt weiter mit dieser Farbe hier unten und werde diese jetzt hier oben am Rand ansetzen und es ein bisschen damit ausblenden. Das Ganze sieht jetzt so aus. Mein Patch ist jetzt abgemacht und ich werde mir jetzt eine Cut Crease machen. Dafür benutze ich wieder den Cotton Candy Concealer, den ich gerade halt, ne, für meine Augen benutzt habe und für meine Partien, die ich gehighlightet habe. Und da nehme ich diesen Pinsel und zwar ist der auch von Huda Beauty. Wer hätte es gedacht? Und der war, glaube ich, mit bei den Concealern dabei. Und den werde ich jetzt benutzen, um mir eine Cut Crease zu machen. Also was ich sagen kann, dieser Concealer deckt so unnormal. Also für eine Cut Crease auf jeden Fall geeignet. Ihr seht, die Farbe ist einfach komplett weg darunter. Ich habe mir jetzt eine Cut Crease gesetzt, die oben ein bisschen nach oben gewinkt wird, da ich diese gleich auch benutzen werde. Ich werde jetzt diesen Ton hier benutzen und werde dafür meinen kleinen Finger benutzen, da schimmernde Lidschatten einfach besser mit Fingern aussehen und werde mir das auf die Mitte meines Lids geben. Und es ist so eine schöne Farbe. Oh mein Gott. Ich habe hier noch einen neuen Morphe Pinsel. Und zwar ist es die Nummer M441. Und diesen benutze ich jetzt für diese zwei Farben hier. Und werde ihn mir jetzt hier unten an meinem Wimpernkranz geben. Und nach oben ausblenden. Bei der Farbe sehe ich jetzt, dass hier schon Fallout ist, aber bei den anderen war es wirklich sehr minimal. So, ich denke, damit sind wir jetzt fertig. Jetzt gehen wir weiter zu der unteren Augenpartie und dafür benutze ich jetzt einen Pinsel wieder von Mrs. Bella in der Nummer 3. Und werde mir jetzt das ganze überschüssige Puder und das ganze Fallout, was halt runtergefallen ist von meinem Augenlid, von der Palette, einfach wegwischen. Und wie ihr seht, einfach nichts mehr da. Für die untere Wasserlinie benutze ich wieder diesen Ton hier, den wir auch zu Beginn benutzt haben. Den Blending-Pinsel Nummer 8 und werde mir das großzügig unter mein Auge verteilen. Und das Ganze verbinde ich jetzt auch mit meinem oberen Augen-Make-up. Jetzt nehme ich mir wieder die Nummer 7 zur Hand von der Mrs. Bella und benutze wieder diesen schönen dunklen Weinton. Und gebe mir das auch direkt an der Wasserlinie. So, mit der Palette sind wir fertig und jetzt gehen wir weiter zu einem Kajalstift, den ich selber noch nicht ausprobiert habe. Und zwar der Urban Decay 24/7 Glide-On Eye Pencil. Der ist ganz normal schwarz, aber ist nur in meiner Kollektion, habe ich nicht ausprobiert. Deshalb First Impression und werde ihn mir jetzt auf meine Wasserlinie geben. Und werde mir ganz leicht darunter auch noch eine schwarze Linie setzen, die ich gleich ein bisschen ausblenden werde. Und dasselbe mache ich jetzt auch an meinem Wimpernkranz entlang. Weiter geht es mit der Mascara. Und da ich Lash Extensions habe, werde ich sie trotzdem heute oben tuschen, denn morgen ist mein nächster Termin, deshalb ist es nicht so schlimm. Ich werde sie auch oben tuschen und natürlich auch unten. Und dafür benutze ich die MAC Mascara. MAC Mascara, gut. Und soweit ich mich erinnern kann, ist sie, ja, sie ist sehr fett. Sehr, sehr fett. Gut. Das werden wir jetzt einfach mal auf meinen Wimpern machen. Das sollte man natürlich nicht machen, wenn man die Lashes frisch hat. Und das ist das Problem. Denn dafür macht man sich ja die Lash Extensions, damit man die Lashes nicht tuschen soll oder muss. Aber da ich morgen meinen Termin habe und es ein bisschen schöner aussieht, werde ich mir die jetzt tuschen. Also ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich Lash Extensions habe, aber die Wimpern kleben extrem aneinander. Also sind sehr bulky und das sieht man auch hier unten. Also finde ich jetzt nicht so nice und es ist total schwer damit irgendwie
umzugehen, weil die Bürste ist halt gefühlt so groß wie mein Kopf. So, mit der Seite bin ich jetzt fertig und jetzt mache ich schnell diese Seite und dann melde ich mich gleich zurück. So, mein zweites Auge ist jetzt ready und jetzt geht es weiter mit dem Contouring. Und da habe ich auch ein Produkt, was ganz Neues. Und zwar war ich auch auf dem Launch-Event von Hattie und zwar geht es um den Bronzer von Hattie. Ich glaube, Bronzy Wand an und das ist so ein Ton. Und dafür benutze ich jetzt den Mrs. Bella Pinsel in der Nummer 3 und werde damit mein Gesicht bronzen. Der hat auch einen ganz leichten Unterton. Damit werde ich jetzt mein Gesicht bronzen. Also ich finde, er hat eine sehr schöne aschige Farbe. Er ist auf jeden Fall nicht rotstichig, was ich liebe. Und lässt sich super gut verblenden. Ich mag den sehr. Passt auch genau zu meinem Hautton. Und man kann ihn sehr gut layern. Also man kann mehrere Schichten übereinander machen und sie super gut miteinander verblenden. Dann geht es jetzt weiter mit Blush. Und dafür nehme ich, halt wie gerade schon gesagt, die Mrs. Bella Palette. Und zwar habe ich diese ganzen Farben schon benutzt. Den Highlight habe ich noch nicht benutzt. Und den Blush habe ich noch nicht benutzt. Und zwar nennt er sich Love, L-U-V. Und zwar, das werde ich mit diesem Pinsel von der Mrs. Bella Collection auftragen. Und zwar in der Nummer 4. Ich denke mal, das ist eher ein Highlighter-Pinsel. Aber ich habe leider hier keinen Pinsel, der irgendwie dazu passen könnte. Aber ist überhaupt nicht schlimm. Und den werde ich jetzt auf die Wangen geben. Liebe ja so einen Ton. Ich habe so einen ähnlichen von MAC. Und der ist kühl. Aber der macht einfach so einen schönen rosigen Ton. Und ich finde, das passt auch ganz gut zum Augen-Make-up. Sehr schön gemacht, Bella Lalala. Zum Glück ist dieser Pinsel nicht allzu dreckig, denn ich muss tatsächlich diesen Pinsel jetzt nochmal benutzen. Und zwar für Highlighter. Und dafür benutze ich diese Palette. Und zwar ist es die Becca Ocean Jewels Highlighter Palette. Und Leute, kill me, aber das Einzige, was ich mit dieser Palette gemacht habe, war, ich habe sie geswatcht. Yay! Und noch nie benutzt. Und sie hat so schöne Farben. Und ich wüsste jetzt auch gar nicht, was ich jetzt nehmen soll. Ich glaube, ich mache so einen Misch aus diesen beiden. Ja, das sieht gut aus. Die Stirn auf die Nase. Also ich muss ja sagen, ich liebe Becca Highlighter. Aber ich habe mich in einen anderen Highlighter verliebt, den ich tagtäglich benutze. Und irgendwie kann ich nichts über diesen Highlighter setzen. Warum auch immer. Aber der ist okay. Becca ist immer sehr gut. Also Becca geht immer. Aber ich finde, da gibt es bessere. Ich werde mir jetzt auch meinen inneren Augenwinkel highlighten. Und zwar benutze ich dafür wieder diese roséfarbene Farbe. Und das passt perfekt. Und jetzt kommen wir zu den Lippen. Und da habe ich ein Liquid Matte Lipstick von Yves Saint Laurent. Den habe ich geschenkt bekommen von einer sehr, sehr guten Freundin zum Geburtstag. Und da steht 21.09. Und ich muss gestehen, ich habe ihn einmal kurz benutzt an meinem Geburtstag. Da war ich aber auch nicht mehr ganz bei Sinne. Da waren so ein, zwei Orangensaft mit im Spiel. Deshalb kann ich mich nicht mehr allzu gut daran erinnern, wie er jetzt war. Aber ich finde, der passt zu dem Look sehr, sehr gut. Und das ist ein sehr guter Anlass, ihn diesmal richtig, wenn einem das Wort fehlt, richtig zu beurteilen. Also First Impression mäßig, da ich ihn, wie gesagt, noch nie wirklich richtig getragen habe und wirklich drauf geachtet habe. Und so sieht er aus. Ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Farbe. Es ist so ein Altrosa. Genau. Und es ist tatsächlich fast einfach meine Lippenfarbe. Geil. Oh, der riecht so gut. Oh mein Gott, der riecht ja mega. Oh ja, yeah. Das kann sich auf jeden Fall zu eines meiner Lieblinge entwickeln. Wow. Richtig, richtig schöne Farbe. Zu guter Letzt kommt natürlich Setting Spray. Und da habe ich ja gerade schon gesagt, dass ich das Urban Decay neue Scented Cherry noch nicht ausprobiert habe. Und das werde ich mir jetzt noch ins Gesicht sprühen. Boah, es riecht richtig gut. Okay, wenn es direkt auf dem Gesicht ist, ist es mega. Und eigentlich würde ich damit sagen, I'm ready! Im Großen und Ganzen bin ich wirklich sehr zufrieden, außer meine Augenbrauen, die sind halt so.
Lasst mich wissen, wie ihr das Make-up findet, ob ihr irgendwas scheiße findet, ob ihr irgendwas gut findet. Ich bin sehr überrascht. Also für das erste First Impression war es ein sehr, sehr gutes First Impression und ich bin sehr, sehr happy mit dem Ergebnis. Mich würde natürlich sehr gerne eure Meinung dazu freuen. Wie gesagt, ich habe hier oben eine Umfrage für euch. Stimmt auf jeden Fall ab, was ihr gerne als nächstes auf meinem Kanal sehen wollt. Und ich würde dann sagen, das war es dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und euch gefällt dieses Make-up und euch hat das Video gefallen. Und wenn ihr gerne mehr solche Videos auf meinem Kanal sehen wollt, dann lasst dem Video auf jeden Fall einen fetten, fetten Daumen nach oben da. Dann wird auf jeden Fall in der nächsten Zeit mehr solcher Videos kommen. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, solltet ihr das auf jeden Fall tun, denn es wird auf jeden Fall sehr, sehr viel noch kommen. In diesem Monat auch noch. Und ich bin super, 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 super aufgeregt. Also wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Fühlt euch alle geknutscht und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!